Das abhängige Selbst, Muttervergiftung. Wer möchte nicht unabhängig und frei sein? Zusammen mit der Liebe gehört Freiheit zu den größten Sehnsüchten des Menschen, aber leider auch zu den größten Illusionen. Verantwortlich für die Erfahrung von innerer Freiheit und Autonomie des Kindes ist die prinzipielle Einstellung der Mutter zu ihrem Kind. Werde, wer du bist und sein willst. Viele Mütter aber haben Erwartungen an ihr Kind. Im Grunde tragen sie ein Bild ihres Kindes in sich und richten ihr Beziehungsangebot oder verschärft ihr Erziehungsverhalten danach aus. Ihr Beziehungsangebot transportiert die Erwartung, sei so, wie ich dich haben will und brauche. Die Tragik dieser mütterlichen Einstellung liegt darin, dass sie gar nicht problematisiert, sondern ganz selbstverständlich und natürlich empfunden wird. Im Grunde die unreflektierte, transgenerationelle Weitergabe der im eigenen, falschen Selbst wurzelnden Überzeugungen, der eigenen, frühen Mütterlichkeitserfahrungen, die jetzt bewusst als völlig richtig und angemessen empfunden werden. Damit wird die schmerzliche Reflexion erlittener Entfremdung verhindert. Das Kind aber findet allmählich schon heraus, wann die Mutter zugewandt und bestätigend und wann sie ablehnend, gereizt und genervt reagiert. Die Entwicklung des Kindes wird von Mutters Befinden abhängig. Es wird nicht bedingungslos geliebt, um seiner selbst willen bestätigt und in seiner Einmaligkeit gespiegelt, sondern muss differenzieren lernen zwischen erwünschtem und abgelehntem Verhalten. Das entspricht einer regelrechten Dressur und die Mutter weiß gar nicht, was sie anrichtet. Sie formt das Kind nach ihrem Geschmack, das heißt nach ihren Werten und Beziehungsmöglichkeiten und ahnt nichts von der tragischen Entfremdung ihres Kindes. Das Kind verliert die Innenorientierung des Seins und lernt als Außenorientierung darauf zu achten, wie es der Mutter geht. Statt auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und das eigene Befinden zu deuten und zu verstehen, als Voraussetzung für die Entwicklung von Selbstverständnis und Eigenständigkeit, werden Fremdbeobachtung und Außenorientierung gezüchtet. Im Bemühen, sich so zu verhalten, dass man Beachtung und Anerkennung erfährt oder wenigstens nicht abgelehnt und bestraft wird, entsteht eine prinzipielle Abhängigkeit. Man lernt zu tun, was erwünscht und erwartet wird und verlernt sich selbst. Am Anfang hat das Selbst keine Chance, sich zu entfalten und zu entwickeln. Das heißt, der betreffende Mensch kann nicht erfahren, wer er wirklich ist und werden kann. Mit der Blockierung der Selbsterfahrung kann sich auch keine Autonomie entwickeln und die innere Freiheit geht verloren. Im Wunsch nach Freiheit wird in aller Regel nicht zwischen äußerer und innerer Freiheit unterschieden. Äußere Freiheit wird als Menschenrecht verstanden und durch demokratische Verhältnisse gesichert. Dabei wird aber gerne übersehen, dass politisch-ideologische, ökonomische, religiöse und moralische Macht die Freiheit erheblich einschränken kann. Diese sekundären Freiheitsbegrenzungen werden oft mit Härte und Strenge kontrolliert, sind aber in aller Regel nur das Spiegelbild der inneren Unfreiheit ihrer Apologeten. Innere Freiheit bedeutet das Wissen um die individuelle seelische Realität, die Akzeptanz der eigenen Fähigkeiten und Begrenzungen, der guten wie der schlechten Seiten, der wahren und entfremdeten Selbstanteile. Frei ist der Mensch, der Verhaltensanforderungen und Entscheidungen nach seinen Möglichkeiten beantworten und verantworten kann, der tun kann, was er will oder sich aus Einsicht zurückhält. Ein falsches Selbst ist niemals frei. Umso mehr gewinnen falsche Freiheitsverheißungen an Gewicht und werden zur Lebensgrundlage. Freiheit durch Geld, durch Macht, durch Glauben, durch Ideologie. Selbst demokratische Verhältnisse und die Menschenrechte sichern keine Freiheit, denn äußere Lebensbedingungen schenken keine innere Befreiung. Eine seelische Einengung kann man nur selbst erkennen und überwinden wollen, doch das bedeutet anstrengende Arbeit gegen die Macht des falschen Selbst. Äußere Freiheit kann sogar zur angstvollen Bedrohung werden, wenn das abhängige Selbst die Freiräume nicht zu nutzen versteht und durch die eigene Unfähigkeit eine sekundäre Kränkung erleidet.
Im Ost-West-Vergleich ist der Freiheitsbegriff zu einem ideologisierten Wert geworden. Man hat die Ostdeutschen wegen ihrer Unfreiheit bemitleidet und viele waren absolut davon überzeugt, dass es in der DDR keine Freiheit gegeben habe. Mit der 89er-Revolution sei vor allem nach jener Freiheit gestrebt worden, die der Westen zu bieten hatte. In der Lebenspraxis aber erweist sich die gewährte äußere Freiheit oft nur als ein passender Schmuck für das falsche Leben. Das falsche Leben macht aus der möglichen Freiheit einen Käfig. Die Freiheit des Westens ist vor allem durch Geld beeinflusst. Mit Geld kann man sich freikaufen aus Zwängen und Verpflichtungen, aus Not und Mühen, ohne sich innerlich befreien zu müssen. Und ohne ausreichendes Geld können die fallgebotenen freien Möglichkeiten kaum oder gar nicht genutzt werden. Wenn sich die psychische Enge mit äußerer Freiheit schmückt, wird es grotesk und zuweilen gefährlich. Die Wahlfreiheit unter vielfältigen, beinahe unendlichen Konsum-, Vergnügungs- und Informationsangeboten eignet sich sehr gut dazu, die eigentliche innerseelische Unfreiheit und Abhängigkeit zu verschleiern. Man glaubt, frei zu wählen, und ist doch Opfer der Mode, des Mainstreams und der verborgenen inneren Motive und Begrenzungen. Was dabei menschlich und ganz persönlich wirklich nützlich oder schädlich ist, dafür gibt es keinen Maßstab, weil die innere Resonanz fehlt. Es gelten dann nur aktuelle, äußere Erfolge ohne Blick und Gefühl für systemische oder zukünftige Schäden. Der Geldbeutel bestimmt über Entscheidungsfreiheit und Reisefreiheit, über die Freizeit. Eine Wahlfreiheit braucht wählbare Alternativen, die Meinungsfreiheit setzt intellektuelle Kenntnisse und psychische Offenheit voraus, um nicht Opfer des Mainstreams, der Political Correctness oder des Gruppendrucks zu sein. Unsere ersehnte Abhängigkeit befindet sich auch biologisch in einer sehr engen Zwangsjacke. Luft, Wasser, Nahrung, Temperatur begrenzen unsere freien Lebenschancen enorm. Bakterien und Viren, Strahlen und Gifte nehmen keine Rücksicht auf den freien Willen. Angesichts krimineller und terroristischer Gefahren sind wir gut beraten, unsere Freiheit unter schützende Kuratel zu stellen. Noch nie waren Polizei und der Sicherheitsapparat des Staates so akzeptiert, ja nahezu erwünscht wie heute. Unsere Freiheit ist sehr begrenzt, aber in aller Regel gibt es mehr Freiräume, als jeder Einzelne sie für sich nutzen kann. Das Haupthindernis ist ein abhängiges Selbst. Der Freiheitsverlust des Selbst geschieht durch eine fehlende oder eingeschränkte und verzerrte frühe Beantwortung des Selbst. Es gibt viele Metaphern für die existenzielle Bedeutung der primären sozialen Bezogenheit und Abhängigkeit des Menschen. Der Psychoanalytiker Heinz Kohut beschreibt als zentrale prägende Beziehungserfahrung, wie sich der Säugling im Glanz der Augen seiner Mutter spiegelt. Der Philosoph und Theologe Martin Buber kam zu der Erkenntnis, dass nur in der Begegnung mit einem Du das Ich sich erfahren und entfalten kann. Einen ganz besonders beziehungstragenden Ausspruch fand ich auf einer Geschenkkarte. Ich liebe dich. Nicht nur, weil du so bist, wie du bist, sondern weil ich in deiner Nähe so sein kann, wie ich bin. Aber die Realität sieht anders aus. Sei es die Unfähigkeit der Eltern, liebend freizulassen und das sich Entwickelnde zu bestätigen, seien es ökonomische Zwänge, der gesellschaftliche Normendruck, ideologische, religiöse und moralische Verpflichtungen, die Wirkung auf das Kind ist immer dieselbe. Es muss sich durch Wohlverhalten und Anpassung an die übermittelnden Erwartungen, Regeln und Normen, Liebe verdienen und sich Bestätigung erarbeiten. Auf diese Weise bekommt das Selbst keine Chance, sich insgesamt frei zu entfalten, höchstens nur in erwünschter oder geforderter Richtung. Die Wahrnehmung des Kindes wird auf diese Weise von sich selbst weg auf die Beziehungspersonen geleitet, von der Innenorientierung auf Außenorientierung. Von dem, was das Kind braucht und wünscht, auf das, was von ihm erwünscht wird und was andere brauchen. Vom Selbstleben des Kindes auf die Beobachtung der bestimmenden Kontaktperson. Wir Menschen sind Nesthocker
und am Anfang auf Gedeih und Verderb von der körperlichen und seelischen Betreuungsqualität abhängig. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die nicht sagen konnten, wer sie wirklich sind und was sie wollen, die aber ein sehr feines Gespür für die Befindlichkeit des jeweiligen Gegenübers entwickelt hatten. Es gab für sie offensichtlich keinen Glanz im Auge der Mutter, sondern nur leere, getrübte oder angstvolle Blicke oder die Augen der Mutter waren gar nicht zu erreichen. Die ausbleibende und unerfüllte Selbsterfahrung zwingt in die Fremdbeobachtung, um durch unerwünschtes Verhalten Gnade zu erfahren. Das Selbst wird abhängig, kann sich nur begrenzt oder gar nicht entfalten. Das rettende Ich zaubert die geforderten Eigenschaften hervor und heuchelt das erwartete Verhalten, bis das Lügen-Selbst als das wahre Selbst angenommen ist und die Anpassung als freie Entscheidung fehlgedeutet werden kann. Das abhängige Selbst braucht ständig Futter von außen, sonst kollabiert das labile Gerüst. Das Schicksal ist ewiges Bemühen um Anpassung, Entlastung als Mitläufer, Karriere als Mittäter und sinnfreie Ablenkung durch die Mittel, die auch dafür erfunden worden sind und sich missbräuchlich benutzen lassen. TV, Handy, Internet. Die Abhängigkeit braucht Drogen, chemische und/oder psychische, um die Leere des unentfalteten Selbst mit nichts zu füllen. Das Ich der Unselbstständigen ist ein Illusionist der Freiheit.